Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Ein Android hat aufgemacht. I see. Gestohlene Wartungsuniform. Geht's zum Dach? Aber ich habe hier vorne noch, glaube ich, gerade was gesehen, oder? Ah, ne, da. Sind das die Schüsse? Ja, die Einschusslöcher. Ist auch gut durchgeschossen hier, die ganze Wand. So. Schauen wir mal weiter. Ah, hier wurde die Rede gefilmt. Gehen wir jetzt erstmal in die Küche und reden mal mit den Androiden. Ich will auch noch was zum Lesen wahrscheinlich. Natürlich noch mal was zum Lesen. Blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte Cyberlife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionärs Elia Kamsky. Tyrium 310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschine transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob mit dem Organsystem des Menschen entsprechen. Punkt. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen. Zum Beispiel, guck mal, so eine fette Leerzeile ist, aber es liegt wahrscheinlich im Blocksatz, Lungen zur Simulation der Atmung. Wie beim Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktion des Androiden und endet schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptverkaufsargument der menschlichen Wirkung des Androiden. Dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, ist nicht einmal, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos von Elia Kamsky bei. Green Earth, Run of the Clean Food. Okay. Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen. Arbeitslosigkeit und schlechter Zugang zu gesundem Essen mit wenig Kalorien. In Detroit Urban Farms, ein Pilotprojekt in Michigans Hauptstadt, könnte eine Lösung für beides gefunden haben. DUF ist eine Initiative, die toten Raum in der Stadt nutzt, zum Beispiel Dächer und nicht genutzte Höfe, und sie in gentechnikfreies Farmland umwandelt. Diese Farmen werden von Arbeitslosen unterhalten und bieten Leuten, die sonst von der Wohlfahrt oder Kriminalität abhängig waren, guten Lohn und Aufsichtspositionen. Alle Nahrung wächst ohne Pestizide und andere Chemikalien und das biologische Produkt wird dann über spezielle Biomärkte vertrieben. Und mit der zunehmenden Fettleibigkeit in Detroit kann mehr Grün auf dem Teller nur von Vorteil sein. Als die Brüder Daniel und Parker Trent vor 5 Jahren die Initiative starteten, fanden sie keine Sponsoren. Keine Bank in der Stadt wollte uns Geld für eine Schaufel leihen. Jetzt beschäftigt DOF über 50 Angestellte, die hunderte Androiden beaufsichtigen. Uns bietet jeden Tag Investmentfirmen Kapital an, aber wir bleiben lieber unabhängig. Die ethische Seite unserer Arbeit ist sehr wichtig. Wenn das weniger Arbeitslose und bessere Nahrungsmittel bedeutet, wer wollte da protestieren? Man kann auch Gemüse frittieren. Ich glaube, das machen auch genug Amerikaner, die einfach alles frittieren. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300, Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist.
Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Ich hätte gerne noch mit den anderen gesprochen. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Ja, toll. Ich konnte nur den einen angucken. Jetzt muss ich mir leider einen auswählen, ja. Russisches Roulette 2.0. Ich denke mal, hätte ich einmal mit jedem kurz gesprochen, hätte man vielleicht mehr Infos bekommen. Also den da würde ich schon mal nicht nehmen, der sah mir zu normal aus. Also eigentlich ist eine 50-50 mit den beiden. Ja, ich denke, ich hätte mit den anderen beiden noch reden müssen, aber irgendwie habe ich wohl mit dem einen zu viel geredet. Mit dem linken Hand... Ja, den habe ich noch gar nicht interagiert, aber ich kann ja auch nicht, ich kann ihn nur beschuldigen. Sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Der Linke ist aber ultra verdächtig. Der guckt ständig hier rüber. Moment. Das ist jetzt nicht so geil. Frank! Frank! Ich brauch Hilfe! Kann ich mir das Messer rausziehen? Ich habe noch eine Minute. Das reicht doch, hoffe ich. Es kommt doch, wenn man einfach immer nur nett sein möchte zu jedem. Connor, nein.
Ich glaube, Hank hätte schon früher schon mal sterben können. Ach, guck mal, und der da oben auch gewartet hat. 37% haben wir gerade mal. Yo. Diese Route ist riesig. So, schauen wir mal kurz. Im Flur haben wir echt gar nichts untersucht, gefühlt. Da haben wir auch gar nicht mal so viel. Da sind wir halt in die Küche gegangen. Und dann haben wir den Abweichler zumindest gefunden. Und sind leider auf der Todesroute gelandet, womit Connor jetzt gestorben ist. Würde ich zumindest so behaupten. Können wir die nochmal machen? Yikes. Wir haben auch 32% dort gelandet. Aber Hank, geht's gut? Okay. Krass. Haben wir ein neues Auto jetzt hier? Am Anfang sind wir auch irgendwie gestorben. Ja, stimmt. Und danach ging es uns trotzdem wieder gut. Also, ich habe Hoffnungen. Ist das unser Auto? Keine Ahnung. Das wunderschöne Geräusch, wenn man den frischen Schnee stapft. Hier ist uns auch nichts. Ach, der hat die Geräusche gemacht. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Ich glaube, der mag uns nicht. Können wir ihm vertrauen? Wir haben keine Wahl. Oh, schöner Sonnenaufgang. Oder Untergang? Da kann ich gucken, wie viel Uhr es ist. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Dann gehen wir am besten direkt rein, bevor es vorher noch mehr kalt ist. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Kümmern wir uns erstmal um Alice. Ich gucke mal, ob hier irgendwas noch ist, aber scheint nicht so. Huch. Du darfst gerne mitkommen. Alice oder Kara treffen mal nette Leute. Wir hatten schon so einige Leute, die erst nett aussahen. Zum Beispiel Zlatko. Ihr wisst, wie das ausging.
Also über die Tapete kann man sich streiten. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Dann legen Sie sich bitte einmal ins Bett. Nichts macht das Kind alleine. Das ist Schimmel. Ja gut, es ist zumindest blau. So, einmal zudecken. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Ja, diese Leute werden uns helfen. Kara bei jedem, den sie trifft. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Okay, das ist zumindest etwas sicherer so. Dann fühlen wir uns auch besser, wenn Luther bei ihr bleibt. Sonst scheint ja nichts weiter zu sein. Okay. So, ist jetzt eigentlich noch irgendwas hier? Kann ich mir noch irgendwas anschauen oder so? Ich kann aus dem Fenster schauen. Noch näher dran, um besser rauszuschauen? Nee, Sicht ist immer die gleiche. Luther ist einfach im Sitzen fast so groß wie Kara. Das ist auch schon cool. Hm. Ich will den Weihnachtsbaum anschauen. Der sieht cool aus. Ob man die ganzen Dinge, die da dran hängen, essen kann. Hm. Wie war noch dein Name? Ach da. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen.
Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Eigentlich wollte ich das andere anwählen. Ich habe mich verklickt. Rose, komm schnell! Oh, da war noch jemand im Nachbarzimmer. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Ich weiß, es hat den Trip echt für Jahre traumatisiert. Ja. Komm, Alice. Aber ich glaube, der andere Android hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, weil er ist wieder auf blau gegangen. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Geh zu Rose. Ach, da hinten ist sie. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableitler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Danke für 5 Monate Treue. Super geil von dir.